Ja, du stehst schon bei der richtigen Ecke, dass du bald Forscher werden kannst. Ja, und die trainieren nochmal fleißig hier. Während ich hier auf weitere Forschungspunkte warte. Also ja, wenn noch mehr von diesen Viechern kommen, dann wird's lustig. Dann müssen wir das nämlich jedes Mal so machen. Nur müssen wir gucken, dass wir ihnen vorher so eine Fallgrube hinbauen, in die sie reintappen können, wo wir sie besser bekämpfen können. So, Nahkampfausbildung. Berserker, ja. Einer der stärksten Kämpfer in der Siedlung. Nein. So, du Gelehrter. Und dann forschen. So. Haben alle ein bisschen trainiert? Ja, wir haben schon wieder sehr viel Holz. Also machen wir hier weiter zu und verkaufen den Rest. So. Sehr schön. Jetzt muss ich noch hier oben zumachen. Und dann noch das hier zumachen und die Löcher hier im Boden stopfen. Ja. Langsam kommen wir voran. Also nochmal Sparring-Stubbies aufstellen. So. So. Gut. Weil wir brauchen hier die XP, die wir kriegen können im Kampf gegen diese Wimps. Meine Nahkämpfer, beziehungsweise ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer, die brauchen noch Stufe 13. Und wir brauchen noch knapp 3 Punkte. Jetzt gleich nur noch 2 Punkte hoffentlich. Wenn die gut genug forschen. Jo. 2 Punkte doch. Dann können wir Offensivstrategien erforschen. Damit sollten wir etwas mehr Schaden machen. Jo, das klappt doch ganz gut. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht das Labor hier oben hin hier errichte und hier unten Schlafsaal, Essenssaal draus mache und hier drüben das Ganze einfach irgendwie botanikmäßig lasse. Das würde nämlich auch gut klappen. So, wieder Holz verkaufen. Im Augenblick verkaufe ich das Holz lieber und trainiere meine Leute. Auch wenn das jetzt halt nicht so effektiv ist mit den billigen billigen Trainingspuppen. Übungspuppen. Ist aber immer noch besser als nichts, vor allem weil der hier noch Level 13 werden muss, während die anderen schon auf Level 14 zugehen. So, noch ein Forschungspunkt. Währenddessen, wenn ich hier eine Leiter baue, dann locke ich wahrscheinlich noch keinen hoch, oder? Nein. Muss ich erst noch hier eine bauen. Oh, 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 nicht gut.
Jetzt hätte ich nämlich fast beide angelockt. Das wäre nicht so taktisch klug gewesen. So, jetzt aber. Nur einer von euch, der andere kann ruhig unten bleiben. So. Nein. So. Gut. Wäre das erstmal geregelt. Ja, ist nicht schlimm, wenn ein paar schon Stufe 14 werden. Oder auch nicht. So, du hast Level Up gehabt. Du bist kurz vorm Level Up. Ich denke mal, eine Partie können wir denen noch spendieren. So, 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 so. Na los. Weil bis zur Soldatenkultur da hinten, da kommen, brauchen wir noch eine Weile. Da, dass du 14 wirst und ihr beide vielleicht auch auf die 14 zugeht. So, Offensivstrategie. So, euch beide kann ich schon mal in Stellung bringen. Wenn ihr beide 14 seid, dann habt ihr auch. Aber euch beide kann ich nicht in Stellung bringen, weil die haben uns verhungert und übermüdet. Ich kann euch aber schon mal im Teleporter festhalten. Genau. Schön weiter drauf einprügeln, bis ihr ein Level Up habt. Du kriegst deins hoffentlich noch. Ja. Ja, ist erstmal was. Das ist wahrscheinlich besser für dich. So, da müssen wir warten, bis... Na komm, geh trainieren. Okay, du hast keine Lust mehr zu trainieren. Kann ich verstehen. Dann geh lieber kämpfen. Komisch, dass der mal von da oben aus angreifen kann. Aber ja, den kriegen wir jetzt dank der Offensivstrategien und allem viel leichter down. So, raus mit euch. Gerade den 13er hat es erwischt. Genau, geh trainieren. Nein, nicht du. Aus. Aus. So, ich verkaufe nochmal Holz. Du sollst nicht trainieren gehen. Du sollst nicht trainieren gehen. Du sollst nicht trainieren gehen. Du sollst trainieren gehen. Dann bist du nämlich gleich wieder voll aufgefüllt und wir können uns um den letzten von diesen Viechern kümmern.
So. Machen wir das nochmal im Schnelldurchlauf. So. Und dann bitte auf Nummer langsam gehen. Dass wir auch den da loswerden können. Genau, geh auf die Nahkämpfer los. Die halten mir aus. Gut, das sieht sehr gut aus. Sagt er, und jetzt kriegt er einen aber gewaltig aufs Maul. Das waren garstige kleine Mistviecher. Habt ihr ihre Zähne gesehen? Oh, ihr habt noch gar nichts gesehen, Prinzchen. Aber zuerst, seht ihr diese absolut unscheinbare Maschine da drüben? Das ist das Ladegerät. Ihr müsst damit interagieren, damit ladet ihr die Dämonenkugel auf. In Ordnung, mit dem Ladegerät interagieren, verstanden. Lassen wir aber erstmal unsere Zwerge hier aufräumen. Das gibt nämlich Erfahrung. Ja. Der Weg nach oben ist jetzt wieder frei. Das heißt, wir können hier mal aufmachen. Oder auch nicht. Oh, gleich wird es wieder laut. Ja. Aber hey, Level-Ups durch Spinnenweben verkloppen. Ich würde nur noch gerne jetzt wissen, wie man hier die Luke öffnet. Nein, so verkaufen wir nur die Steinleiter. Kann ich mit dir interagieren? Nö. Okay, Steinleiter war das hier. Oder interagiert mal mit dem Gerät hier. Vielleicht hilft das ja. Wusa. Oh, come on. Das war's. Für mich sieht's kaum geladen aus. Hey, listen! Ihr solltet tiefer hinunter ins Labor gehen und nach den anderen suchen, die dort sind und von denen ich eigentlich nichts wissen sollte. Oh, verkauf dich nicht so schlecht. Du weißt über vieles Bescheid. I demand your attention. Nun, die Entladung des Ladegeräts scheint die Elektrizität auf dieser Ebene beeinflusst zu haben. Die nach unten führende Tür scheint jetzt offen zu sein. Ah, okay. Das macht den Teleporter hier noch kaputt. So, dann dürft ihr mal essen gehen. Ich schätze mal, hinter all den Wänden ist nur Undigium. Ich gucke aber trotzdem sicherheitshalber mal sporadisch nach. Ja. Da ist überall Undigium. In diesem Raum. Okay. Wäre das geklärt? Es geht nur weiter nach unten. So, noch einen Punkt, dann haben wir Essensrationen, dann essen die Jungs effektiver und dann können wir die Kosteneffizienz machen.
So, öffne mal diese Türe.